So, ein ganz herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht's relativ gut. Ja, mir geht's auch echt gut. Also, ja, willkommen einfach jetzt zum neuen Part hier von diesem coolen neuen Video. Ja, ich bin auch sehr gespannt heute. Und heute gibt es mal wieder ein cooles neues Snacktest-Video hier auf meinem coolen Kanal. Und jetzt gibt's auch mal Musik hier, sonst ist es so langweilig. Ja, genau. Bisschen chillige Musik dabei einfach haben. Ist ja auch gut, finde ich auch. Also, ja, es ist echt cool auch eigentlich. Ja, also, hört mir ganz gut zu, wenn ihr wollt. Und es geht los und ich habe heute mal richtig Bock auf was Cooles und ich habe letztens in der Werbung gesehen, dass diese Chips wohl sehr gehalten werden, also dass die halt preislich teuer sind und dass die sich verschlechtert haben, aber ich bin mal gespannt, ob die mir schmecken. Ich habe heute nämlich vor mit euch zusammen diese Lorenz Chipsletten Dose zu, ja, einfach mal zu öffnen, weil früher war es nämlich so, dass man die ganz normal wie auch Pringles gegessen hat, aus wirklich halt, dass die halt oben aufgemacht wurden und dann kann man halt die gleich rausnehmen, aber hier, ich glaube seit 2018 kann man gibt es die nämlich nur noch hier in dieser Dose halt, dass man nämlich die in so eine Frischhaltefolie einfach dann noch eingepackt hat, dass man die das frische essen kann. Und man hat gesagt, dass die 1,79 € kostet, diese Dose hier. Aber nee, die hat nur 1,40 € kostet. 1,40 € finde ich okay für 100 Gramm ist okay für 1,40 €. Finde ich auf jeden Fall in Ordnung für 1,40 €. Man hat gesagt, dass es teurer wäre, weil das und das, aber nee, also viele sagten, wäre 1,80 € teuer, aber nee, bei uns, also bei mir, bei Rewe, hast du 1,40 € gekostet, die Dose halt, die von Lorenz, die Chipsletten. So, das ist übrigens eine, das sind übrigens Stabelchips mit Paprika Geschmack, Paprika Geschmack. Das sieht echt sehr interessant aus, deswegen würde ich sagen, ja, öffne einfach jetzt mal diese coole Packung hier. Ja, also, hört mir gut zu und habt gute Laune beim Unterhalten oder auch beim Zuhören. Beim schönen Genießen einfach des Videos hier. Ich würde sagen, wir öffnen einfach mal. Ich habe gestern gekauft, deswegen nicht wundern. Ja, sehr gut. Gleich. Boah, egal, es geht weiter, meine Freunde, wie auch immer. Ich fühle mal gerade, wie sehr individuell gestört. Aber ist egal, ich werde immer gestört manchmal. Jetzt aber öffnen, bitte. Öffnen. Aber dieses ASMR, ich liebe dieses Geräusch, ne? Vom Öffnen. Vom Packungsdrama. Ich liebe die Packung einfach, weil die so cool einfach ist. Also wie gesagt, die Packung war früher aus so einer richtig plastikhaltigen, metalligen Form. Also früher war es halt nicht so papiermäßig. Jetzt ist halt das hier aus Papier halt entwickelt worden. Das hier. Das ist Plastik, aber das ist Papier geworden. Das ist halt Papier geworden, einfach meine Freunde. Genau. Finde ich auf jeden Fall cool gemacht hier. Und jetzt gibt es hier tatsächlich diese Box hier. Also nicht mehr jetzt einzeln, dass man die so halt isst. Die sind nämlich jetzt einfach hier in so einer Schachtel drin. Ja. Gefällt mir echt cool, also gefällt mir richtig gut, meine Freunde. Tatsächlich. Ja, ich würde sagen, wir öffnen einfach mal die leckere Packung jetzt hier. Also ohne Scheiß, ich bin wirklich sehr gespannt, ob die mir auch schmeckt, die Paprika Stabel Chips. Für die hier einfach. Ich bin sehr gespannt. Ja. Also let's go. Ich denke schon, dass die mir schmecken, aber ich habe halt ein bisschen Angst, ja, weil die halt anders sind. Die sind halt nicht so wie jetzt Stabel Chips halt einfach angepackt. Die sind halt einfach anders eingepackt. Ich finde aber auch gut, dass die halt auch alles eingepackt sind, weil die auch einfach dann eine andere Form haben und auch einfach eine andere, ja, Sache einfach haben. Finde ich auf jeden Fall cool. Und so sind die aus, meine Freunde. Ich rieche mir mal ran. Die riechen sehr nach Paprika, finde ich. Ja, sehr doll nach Paprika, finde ich. Aber sie gehen schwer auf, finde ich. Scheiße. Aber das Gute ist, die gehen nicht so scheiße kaputt, weil manchmal bei Pringles sind immer so Reste drin, die immer so kaputt gehen. Aber hier, die sind, glaube ich, ganz schön stabil. Und nicht so kaputt gehen, glaube ich. Alter, ey, es ist so schwer, die rauszukriegen, ne? Jetzt aber. Sorry. Ja, da haben wir sie doch. Alter. Heftig, guck mal, die sind nicht kaputt gegangen, ne? Nicht kaputt gegangen, ne. Alter, die sind mehr klein, aber egal, ich probiere trotzdem, meine Freunde. Also let's go. Lecker. Ja. Ja. Lecker. Ja. Schöne Kartoffel. Ja, schon lecker. Ja, lecker auf jeden Fall. Ja, lecker, muss es sein. Ah, schmeckt sehr lecker nach würzigen. Also schmecken nach ganz coolen, würzigen Geschmack auf jeden Fall. Schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Würde ich auch empfehlen zu kaufen, meine Freunde.
Lecker, also schmeckt echt gut, meine Freunde. Und die Verpackung ist auch echt gut, finde ich gut. Also die Verpackung ist echt gut, meine Freunde. Die Verpackung ist echt gut und die, ja, Geschmack, das ist auch lecker eigentlich. Es ist vielleicht nicht was für jeden, also ich finde den Geschmack halt, der ist halt gewöhnungsbedürftig, aber ich finde den Geschmack sehr lecker auch irgendwie. Schmeckt halt anders, schmeckt halt nicht wie Pringles, schmeckt halt so ein bisschen, der schmeckt so ein bisschen würziger, noch salziger und noch würziger halt. Also vielleicht nicht so fein vielleicht, aber es ist trotzdem mein Geschmack auf jeden Fall. Ja, ich gebe von 10 mal eine 9, lecker auf jeden Fall. Also, was gut, bis zum nächsten Mal bei Let's Play auf Snack Unboxing. Dankeschön. Zum nächsten Mal bei Let's Play Snack Unboxing. Und Dankeschön für eure coole Aufmerksamkeit, ne? Also, vielen Dank, Dankeschön.